Und wir haben in Deutschland vielleicht mehr investiert in erneuerbare Stromerzeugung als andere Mitgliedstaaten. Das kostet uns die Bürgerinnen und Bürger 25 Milliarden Euro pro Jahr. Wir haben, wenn man die großen Erfolge in diesem Bereich zugrunde legt, für die Energieerzeugung insgesamt einen erneuerbaren Anteil von gerade einmal 15%, bei 36% beim Strom. Wenn wir uns jetzt ein Ziel setzen, das deutlich über 30% hinausgeht, bedeutet es, wir müssen in 10 Jahren unseren Anteil mehr als verdoppeln, deutlich mehr als verdoppeln. Und die Frage ist, wo wir die technischen und die Möglichkeiten haben, dies umzusetzen. Wenn wir uns den Verkehr anschauen, wir haben uns einmal vorgestellt, 1 Million Elektroautos in Deutschland bis zum Jahre 2020. Das werden wir nicht schaffen. Wir werden es auch nirgendwo in Europa schaffen, außer in Norwegen. Und selbst wenn wir es schaffen würden, hätten wir nicht genügend erneuerbaren Strom, um alle diese Autos zu betreiben. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass wir unsere Ziele erreichen. Aber wir brauchen einen Kompromiss, der verhindert, dass wir innerhalb kurzer Zeit wieder ein Ziel haben, das nicht erreicht worden ist. Die Bürgerinnen und Bürger in Europa verlieren auch das Vertrauen in die Politik, wenn sie feststellen, dass wir sehr ambitionierte Ziele haben und einige Jahre später sich herausstellt, dass wir weit von ihrer Erfüllung entfernt sind. Und deshalb müssen wir uns alle ein Stück weit bewegen. Wir, der Rat, wir haben uns bewegt im letzten Treffen in Sofia. Wir haben unseren Vorschlag von 27% für die Erneuerbaren auf 30% erhöht. Ich glaube, dass das Parlament sich auch bewegen muss. Und wenn das Parlament sich in ähnlicher Größenordnung bewegt, dann können wir auf den letzten Metern eine Einigung finden, die ein starkes Signal ist. Aber dazu müssen die Vorschläge der Präsidentschaft als Kompromissvorschläge ernst genommen werden. Und alle, auch das Europäische Parlament, müssen daran arbeiten. Wir haben uns auf das EP zubewegt im Hinblick auf den Eigenverbrauch von erneuerbaren Energien. Dort haben wir einen vernünftigen Kompromiss gefunden. Wir sind auch bereit, beim Gap-Filler für die Erneuerbaren dem Parlament weiter entgegenzukommen. Und wir wollen einen Gap-Filler für Effizienz. Und im Übrigen sind wir auch bereit, im Bereich Wärme- und Kältesektor und auch im Verkehr uns noch einmal ein Stück weit auf das Europäische Parlament zuzubewegen. Aber insgesamt muss die Finanzierbarkeit, muss die Realisierbarkeit im Vordergrund stehen. Mit dieser Voraussetzung können wir noch in dieser Woche eine gute Lösung erreichen. Vielen Dank.